Let it snow. Die Weihnachtsatmosphäre nimmt ja so langsam immer mehr zu in unserer Stadt. Und wir sind in einer Predigtserie, die heißt 100%, was erwartest du vom Leben? Ich möchte am Anfang so eine kleine prozentuale Umfrage mit dir machen. Und wenn du der Meinung bist, es stimmt, was ich jetzt sage, es passt auf dich, dann kannst du so brummen, so okay? Wir probieren mal aus, wenn 100% meiner Meinung wären, dann würde sich das so anhören. Das waren jetzt 20%. Probieren wir nochmal. Also 100% wäre... Sehr schön. Okay, also diesen Ton machst du, wenn es auf dich zutrifft. Wir machen nämlich dann kurz einen Stresspegeltest. Also wie groß ist dein Stress, wenn du an Weihnachten denkst? 9 Tage sind noch zur Verfügung. Mein Stresspegel ist relativ weit oben, weil ich habe noch immer kein Geschenk. Aber wir probieren es mal aus. Wenn du sagst, du bist zu 20% gestresst, stimmt das auf dich zu? Okay. 40? Jetzt wird es spannend. 60? 80? 100? Ich habe es nicht verstanden, wie es funktioniert. Und das um 17 Uhr. Ich will nicht wissen, was ihr gestern Abend gemacht habt, wenn ihr das nicht versteht. Aber egal. Also die meisten von uns sind wahrscheinlich weiter oben im Stress, wollten es jetzt nicht zugeben. Wir wollen heute uns angucken, 100% vom Leben. Wie kann ich mehr aus meinem Leben nicht nur rausholen, sondern welche Rolle kann Gott darin spielen? Ein Brief, der uns beschäftigt in dieser Predigtserie, ist der Kolosserbrief im 2. Teil der Bibel. Und der Autor Paulus ist voller Leidenschaft, voller Feuer. Und er haut einen Satz nach dem anderen raus. Und immer wieder geht es ihm um diesen Jesus Christus. Ich mache mal ein Beispiel. Da sagt er, er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. Also Gott soll dir und mir ein Verstehen schenken, um ein Geheimnis zu entdecken. Als ich das erste Mal gelesen habe und kein Christ war, habe ich mir gedacht, da bin ich jetzt mal gespannt. Also wenn diese Nummer mit 100% vom Leben haben, aufblühen, frei werden, 100% befreit, mit diesem Jesus Christus was zu tun hat, dann muss es aber ein gut behütetes Geheimnis sein. Weil ich kannte Jesus aus der Krippe, mei, wie süß ist Jesuskind, mei, putzig, da liegt der Wahnsinn. Ich kannte ihn vom Kruzifix, egal ob am Weg zum Berg hoch oder in irgendwelchen Kirchen, da hängt er. Irgendwie Holzfiguren und in meinem Kopf das Bild, das ich von Jesus hatte und dass das eine Antwort auf meine Fragen sein hat, überhaupt nicht zusammengepasst. Das muss offensichtlich ein Geheimnis sein. Jetzt sagt die Bibel selber, es ist ein Geheimnis, auf diese Spur wollen wir uns ein bisschen begeben. Der sagt dann an einer anderen Stelle, von dieser Hoffnung habt ihr gehört, als man euch das Wort der Wahrheit, die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündete. Eine rettende Botschaft, Hoffnung und das alles mit diesem Jesus. Wir werden uns heute auf einer Entdeckungsreise begegnen, unter anderem mit 2 Interviews, wo Menschen erlebt haben, dass dieses Geheimnis, wenn man tiefer gräbt, und da muss man sehr tief graben, unter Traditionen, Kitsch, Geschenke, Stress, Krippen, die so kitschig sind wie noch was, oder schöne Krippen, um dort eine Antwort zu finden auf die wichtigsten Fragen meines Lebens. Für mich hat das nicht zusammengepasst, lange, jahrzehntelang. Weil ich habe mir gedacht, mein Bild war wie so eine Gedankenbox bei mir im Kopf. Also mein Bild von Christen, die ich kennengelernt habe, von Kirche, wie ich sie kennengelernt habe, war für mich ganz logisch, dass ich gedacht habe, wenn das Bodenpersonal so drauf ist, will ich mit dem Chef nichts zu tun haben. Ich habe mir gedacht, was wollt ihr mit dem Christentum? Das Christentum wäre der letzte Platz, ganz ehrlich, gewesen, wo ich gesucht hätte. Du siehst, heute geht es darum, dass man dort doch Antworten findet, sonst wäre ich heute wahrscheinlich offensichtlich kein Pastor geworden. Aber die Gedankenboxen, die haben auf Gott auch eine Auswirkung gehabt. Ich hatte von Gott eine Vorstellung, von dem christlichen Gott. Ich dachte, es ist ein moralisierender Gott, ein Zeigefingergott, der mir ein schlechtes Gewissen machen möchte. Und da habe ich gedacht, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Und in meiner Gedankenbox drin habe ich Gott eigentlich so behandelt wie so einen alten Opa im Rollstuhl. Das heißt, wenn es mir schlecht ging, habe ich den Opa kurz in mein Leben reingerollt. Komm Opa, komm mal rein. Dem Tobias geht schlecht, das nennt man dann beten. Der Tobias geht schlecht, kannst du mir, Opa, ich brauche Geld, Opa, ich habe ein Problem, Opa, hilf mir. Wenn es mir ein bisschen besser ging, habe ich gesagt, danke Opa. Ich schiebe dich lieber wieder aus meiner Lebensbox raus, weil jetzt mit dem anderen hast du doch nichts zu tun. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, wie schräg ist das denn? Also entweder diese Gewissheit in mir, dass da irgendwas gibt, stimmt, dann muss es mehr geben als mal kurz so ein Notgebet, so ein Notruf an Himmel. Oder es ist alles ein Schmarrn, dann kann ich auch das lassen. Und ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, gemerkt auch, dass es so viele Dinge gab in meinem Leben, wo, wenn ich ehrlich war, gemerkt habe, es gab nicht nur Gedankenboxen über Gott, Gedankenboxen über Christsein, sondern ich habe auf eine Art auch wie
in Boxen gelebt. Was meine ich damit? Es gab Lebensbereiche bei mir, wo ich mich so wie in einer Box gefühlt habe. Ich habe mich unfrei gefühlt, gedacht, naja, aber auf der anderen Seite, das scheint normal zu sein. Weil alle meine Freunde gehen so mit Verletzungen um. Es scheint normal zu sein, dass man dann halt bitter wird. Es scheint normal zu sein, dass man sagt, ja, alle Männer sind so, alle Frauen sind so. Das macht ja jeder so. Es scheint normal zu sein, dass man Süchte hat. Aber auf der anderen Seite war so eine Spannung in mir, so eine Hoffnung, wie es Paulus sagt, vielleicht gibt es doch noch was anderes. Vielleicht waren das noch nicht 100% von einem Leben, was ich gerade erlebe. Wenn du in so einer Box lebst, das kann in einzelnen Lebensbereichen sein oder grundsätzlich sein, dann ist man in dieser Spannung. Kann es mehr geben? Ja? Nein? Wir wollen uns jetzt auf Entdeckungsreise begeben, dieses Geheimnis mit diesem Jesus Christus ein bisschen mehr auspacken, tief schürfen und uns fragen, ist das wirklich so, dass man durch Jesus nicht nur eine lebendige Gottesbeziehung erleben kann, sondern rauskommen kann aus seinen Boxen? Und dazu werde ich gleich hier vorne zwei Menschen begrüßen, denen ich Fragen stellen werde. Und wir stellen sie euch kurz in einem Video mal vor. Ich bin der Krischer und bin 22 Jahre alt. Ich bin die Uli, ich bin 37 Jahre alt. Ich wohne seit letztes Jahr August hier in München. Ich wohne seit 5 Jahren in München und arbeite bei einer Firma im Gesundheitswesen. Ich mache eine Ausbildung zum Logistiker bei Bosch. Ich habe mich so richtig in die Stadt verliebt. Ich liebe in München die Weißwurstfrühstücke beim Richard. Ich liebe diese Stadt. Wenn ich durch die Straßen radel oder Zeit mit Freunden verbringe, dann denke ich immer, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Und ein Spruch, der mir besonders gut gefällt, der ist von Martin Luther. Eine Lüge ist wie ein Schneeball, je länger man ihn rollt, desto größer wird er. Gerade eben noch auf Video, jetzt live in Farbe. Krisha, Uli, schön, dass ihr da seid. Krisha, meine erste Frage an dich. Leben in einer Box, gibt so ein Lied, das heißt Living in the Box. Kennst du das? Jetzt nicht, bist du jung, ne? Ja, also in meinem Alter kennt man das noch, Living in the Box. Gibt es ein paar Leute, die das kennen noch, das Lied? Ah ja, gut, paar Ü30 gibt es schon noch hier, schön. Living in the Box, du kannst dich eigentlich gut aus oder kannst das nachvollziehen, du hast auch in so einer Box gelebt. Ja, also es war bei mir so, dass ich damals in der so eine Teenie-Zeit hat es angefangen, so 12, 13 Jahre, dass ich einen sehr hohen Leistungsdruck zu Hause hatte und den mich standhalten konnte und dann dem versucht habe auszuweichen, indem ich dann einfach gelogen habe, so nach dem Motto, ja, es läuft alles in der Schule und ich bekomme das hin und das ist alles easy. Und in Wirklichkeit habe ich überhaupt nichts hinbekommen, also es war ein ziemlich schlechter Schüler. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt und die Lüge wurde immer größer. Am Anfang zu lügen, fühlt man sich auch vielleicht nicht mehr so wohl zu Hause, weil das könnte ja rauskommen, dann hast du dir, ich sag mal, fast eine Ersatzfamilie gesucht. Wie kann man sich die vorstellen, was für eine Kultur hatte denn die eine Ersatzfamilie? Also es war so, dass natürlich dann zu Hause dann auch immer wieder nachgefragt wurde und das war mir relativ unangenehm, das mochte ich nicht, wenn sie mich dann auf meine Lügen drauf angesprochen haben. Und dann als 16, 17 habe ich in so einer Kneipe angefangen zu arbeiten, es war so ein Hinterhof-Ding und da waren relativ viele Alkoholiker, Drogensüchtige und auch Leute aus dem Rotlichtmilieu unterwegs, mit denen ich dann in Kontakt gekommen bin. Und dort habe ich mich wohlgefühlt, dort hat jeder meine Geschichten akzeptiert, es wurde nicht weiter nachgefragt, ich war da der große kleine Mann und ja. Welche konkreten Auswirkungen hatte denn dann deine Ersatzfamilie in Anführungsstrichen auf deinen Lebensstil? Ja, ich habe den Stil, den sie hatten, immer mehr kopiert. Also ich habe dann selber angefangen, sehr, sehr viel zu trinken, habe dann so 1 bis 1,5 Jackie-Flaschen am Tag dann schon wegbekommen und konnte dann aber noch so gerade nach Hause laufen und auch manchmal dann später mit dem Führerschein dann auch nach Hause fahren. Und habe angefangen zu kiffen, Amphetamine zu nehmen, habe dort dann auch jemanden kennengelernt, mit dem ich eine ziemlich gute Freundschaft dann aufgebaut habe. Und dessen Lebensgefährtin war eine Prostituierte, habe dann dort auch immer mehr Kontakte im Rotlichtmilieu aufgebaut und gehabt. Ja. Du fängst mit Lügen an, bist ziemlich gut drin. Jetzt gibt es Konsequenzen, ein bisschen zur Sucht. Du hast ja dann Folgendes geschafft, in deinem verschiedenen Leben zu leben, fast 3 Dimensionen, würde ich fast sagen. Also es gab zu Hause die Lügengeschichten, dann da in der in Anführungszeichen Ersatzfamilie und dann bist du freitags noch immer in die Jugendarbeit einer Kirche gegangen. Wie kriege ich denn das jetzt zusammen? Ja, war relativ schwierig, so dieses immer aufteilen.
Aber es war halt so, dann freitagsabends war ich dann so der Vorzeigechrist, der immer vorne war, immer die Hände hoch und Gott ist so groß und das ganze Zeugs. Und aber das hat überhaupt nicht gestimmt. Also ich habe mich auch vor die Gemeinde gestellt, habe erzählt, wie groß Gott mein Leben verändert hat. Dabei war das eine absolute Lüge. Und oft war es dann auch so, dass ich dann halt nach dem Jugendkreis, nachdem ich Gott ja so gepriesen habe und so gelobt habe, dann auf dem Weg nach Hause noch schnell einen Joint durchgezogen habe, mir was eingeworfen habe und dann halt feiern gegangen bin. Was passierte denn jetzt, wenn jemand so dran gerüttelt hat, hinterfragt hat, stimmt es überhaupt, Krisha, was du mir da erzählst, egal in welcher dieser drei Dimensionen? Was passiert da, wenn jemand an der Box gerüttelt hat? Ja, dann bin ich sehr, sehr aggressiv geworden. Dann habe ich angefangen rumzubrüllen, Dinge kaputt zu schmeißen. Ja, ab und zu ist mir dann auch die Hand ausgerutscht dann gegenüber der Person, die mich dann da des Lügens beschuldigt hat, weil es war natürlich, geht ja nicht, bin ja kein Lügner, habe ich ja damals dann auch selbst irgendwann richtig gedacht. Und habe also eine richtige Aggression in mir aufgebaut, habe dann auch angefangen, diese Aggressionen auszuleben, bin dann nachts mit Kumpels durch die Straßen gezogen, habe Autospiegel abgetreten, ja, halt die Standard-Sachbeschädigung. Entschuldigung. Ja. Ja, okay, da muss ich jetzt drüber wegkommen. Also die Standard-Sachbeschädigung. Okay, also wenn ich dich verstanden habe, du hast teilweise selber die Lügen dann geglaubt. Und ich sage mal, ganz egal, wie gut ich bin in meinem, ich nenne es mal Boxenmanagement, ich bin in dieser Lügenbox drin, irgendwann muss es doch mal zusammenkrachen, oder, das ganze Konstrukt? Ja, dann war es so, dass ich halt so in der Zeit, wo das so ganz extrem wurde, auch mit dem Saufen, mit dem Kiffen und dem ganzen Zeug, dass ich so nebenher versucht habe, mein Fachabitur zu machen. Und habe dort auch immer schön erzählt oder auch dann auch meiner Familie gegenüber und auch meinen Freunden, ja, ich bin Einser-Schüler und das läuft alles gut und habe das irgendwann selbst geglaubt, dass ich so gut bin. Und dann so 2 Stunden vom Abiball war das dann doch so ein Gefühl so, hey, irgendwie kann ja nie sein, dass du bestanden hast, rufst du mal deinen Lehrer an. Und dann habe ich dann 2 Stunden vom Abiball meinen Lehrer angerufen und der hat mir dann gesagt, also Herr Mennecke, Sie haben nicht bestanden. Mein Papa war aber auch schon auf dem Rückflug von einer Konferenz aus London und am Anfang habe ich aber gar nichts gesagt, weil ich mich nicht getraut habe. Und dann, als dann die ganze Familie umgezogen war und schick war, da habe ich dann gesagt, ja, wir müssen gar nicht gehen, ich habe gar nicht mein Abi bestanden. Und dann gab es einen auf den Deckel. Remember way back then we used to hang. Everything was different, including the slang. Use words like being fresh and do the pop lock. Curb blow in your box and you don't stop. The ladies back then, they don't make them no more. Brothers pull their chairs and throw their jackets on the floor. So the girls walk by, say hi. And it was cool just to be a nice guy. Krisha, du hast es so locker erzählt, gab einen auf den Deckel. Ich meine, wenn man das über Jahre aufbaut, so ein Lügenkonstrukt, und jetzt es platzt auf einmal die Bombe in dem Sinne, wie verlief es denn dann weiter? Also ich erzähle es dir so lustig, aber in dem Moment war es schon so, dass ich halt meine Familie ganz arg enttäuscht hatte. Ich hatte es ja über Jahre lang belogen. Und mir ging es in dem Moment auch ziemlich scheiße. Und es war auch für mich so, dieses Ding so sagt, bin ich jetzt ehrlich, nutze ich jetzt die Chance oder lüge ich jetzt? Und ich habe mich halt dann wieder fürs Lügen entschieden, habe dann groß erzählt, wo ich doch im Rotlichtmilieu überall unterwegs bin und bababab und ich hier der große Checker und so. Ja, und daraufhin haben mich dann meine Eltern in eine Therapieeinrichtung nach Landshut geschickt. Der Lügenreflex ist ja irgendwie in deinem Leben drin gewesen, das heißt die Reaktion, wenn es rauskommt, ich übertreibe die Dinge in eine Richtung. Du warst ja sehr gut drin. Du hast dann ein Erstgespräch mit einem Psychologen gehabt, der hast du ja dann auch abgenommen. Ja, das war dann so, damit diese Therapie vom Staat gezahlt wird oder dass man da Unterstützung bekommt, also was ist sehr teuer, braucht man ein psychologisches Gutachten und dann gab es da so einen Standardpsychologen, zu dem mussten alle hingehen, die dort in Therapie sind.
Und denen habe ich dann halt so eine Story erzählt, dass ich ja so im Rotlichtmilieu unterwegs war und hier voll dieser gewalttätige Typ bin, dass der so Angst bekommen hat, dass er mich nicht mehr dann betreuen wollte. Also der hat mich dann abgegeben und hat dann so ein Schreiben bei seinem Notar hinterlegt, dass falls ihm oder seiner Familie was passiert, dass das dann auf mich zurückfällt. Also ich war da schon sehr, sehr gut drin im Lügen. Im Lügenmanagement kann man Perfektion offensichtlich erreichen und bis zu einem gewissen Punkt kennen das wahrscheinlich viele, dass man der Gefahr ist, immer weiter zu lügen. Dann irgendwann trifft man aber auch mal Leute, die durchschauen das Ganze vielleicht. Ja, dann war es halt so, dass dann auf der Therapie ich dann natürlich auf einmal mit so Leuten unterwegs war, die jahrelang im Knast waren und drogenabhängig und so, und das hat mir halt nicht so ganz gepasst und viele von denen haben es dann auch durchschaut. Aber ich habe es halt immer durch meine Aggression abgewehrt, bis es dann mal ein Gespräch mit dieser Leitung, mit dem Leiter-Ehepaar gab, und die haben dann echt zu mir gesagt, so hey, wir haben das auch von Jesus aufs Herz bekommen, dass das, was du erzählst, dass das eine absolute Lüge ist und dass das nicht stimmt. Und am Anfang habe ich mich dagegen gewehrt, doch dann habe ich dann echt gemerkt, wie auch Jesus mein Herz berührt hat und sagt so, hey, jetzt fang an, ehrlich zu werden. Du sagst, Jesus berührt dein Herz. Leute haben vielleicht Einblicke in deinem Leben gehabt, um Dinge aufzudecken, die in Richtung Freiheit gehen. Wie kann ich mir vorstellen, welche Rolle hat denn Jesus jetzt da gespielt? Also es gab da so ein Ereignis, das war für mich so echt so ein Schlüsselereignis, wo ich danach auch echt gewusst habe, okay, Jesus gibt's wirklich, Gott gibt's wirklich, da war ich in so einem Raum. Ich habe mich am Anfang ziemlich abgeschottet von den Leuten, weil ich wollte nichts mit denen zu tun haben. Und dann, da habe ich so ein bisschen Gitarre gespielt und halt so vor mich hingebrabbelt. Und dann hatte ich das wie so ein Bild vom inneren Auge, dass ich halt so knie und hinter mir ist so eine Person, die sagt die ganze Zeit so, jetzt dreh dich rum, komm zurück, ich bin da. Und ich sage die ganze Zeit so, nee, lass mich in Ruhe, leck mich, ja, ich habe keinen Bock auf dich. Und dann irgendwann sehe ich aber, wie ich doch diesen Mut fasse und mich rumdrehe. Und dann sehe ich das so von meinem inneren Auge, wie Jesus vor mir steht mit offenen Armen, auch so auch ziemlich traurig und sagt so, hey, egal in welchem Bordell du warst, egal bei welcher Schlägerei, auf welchem Trip, ich war die ganze Zeit bei dir und das Einzige, was ich wollte, was ich immer noch möchte, ist, dass wir zusammen diesen Schritt aus der Scheiße rausgehen und ich möchte dich da gerne dabei begleiten. Du hast so eine Vision von dem inneren Auge, ein Weg geht los, werde ich gleich nochmal nachfragen, wie ich das genau mir vorstellen kann. Uli, bei dir war es nicht ganz so bewegt. Nö, ich habe, ein ganz normales, langweiliges Leben gehabt. Ich war relativ gut in der Schule, lief alles glatt und auch sonst bei mir zu Hause war alles in Ordnung. Nach außen hin alles perfekt. Nach innen? Nach innen drin nicht. Ich habe wirklich eine harte Zeit gehabt mit mir selber. Ich habe einfach eine wahnsinnskrasse Unruhe in mir gehabt. Mich hat es innerlich fast zerrissen. Ich habe negative Gedankenkreise gehabt. Ich habe eine wahnsinnige Angst vor Ablehnung gehabt und immer so eine Unruhe, Unzufriedenheit, für die es objektiv gesehen keinen Grund gab. Und es ging dann so weit, dass als ich 13 war, ich sehr konkrete Selbstmordgedanken hatte. Eine ganz andere Box, kriegst du als Lügenbox, Suchtbox. Bei dir lebst du in so einer Box der negativen Gedankenspiralen, eigentlich egal, ob ich das von außen jetzt nachvollziehen kann oder nicht. Aber wie bist du denn da wieder rausgekommen und wie hat da Gott was mit zu tun? Also ich bin in der Tat erst dann rausgekommen, als ich erlebt habe, dass es Gott tatsächlich gibt und er eine Beziehung mit mir haben will und dass er mich so annimmt, wie ich bin. Und zwar ist es so passiert, dass ich eigentlich mit Gott so nie was zu tun hatte. Meine Eltern sind ganz normal evangelisch-protestantisch und die haben mich dann immer auf so Jugendfreizeiten geschickt. Entschuldigung. Ich muss einfach lächeln bei Jugendfreizeiten, weil ich mir gerade ihn vorgestellt habe. Entschuldigung. Ja. Wenn ich auf der gleichen Jugendfreizeit gewesen wäre, deswegen musste ich gerade lachen. Entschuldigung. Ja, auf die Jugendfreizeit wart ihr. Und das waren halt mehr so Jugendfreizeiten, so mit Lagerfeuer und Nachtwanderung. Und da habe ich jetzt nicht groß Gott erlebt. Aber einmal war ein anderer Leiter dabei. Und es war ein älterer Mann, den ich eigentlich relativ uncool fand. Also für mich jetzt keine Vorbildfunktion. Aber der hatte eine krasse Ausstrahlung und der hatte wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott, das hat man gemerkt. Und der hat mir zum ersten Mal erklärt, dass Gott eine Beziehung mit mir will, dass er sich nach mir sehnt und dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um das zu ermöglichen. Und irgendwas ist da passiert in meinem Herzen, habe ich gespürt, da ist was dran, das ist die Wahrheit und es hat mich so bewegt,
dass ich dann ein paar Tage so ein bisschen rumgeeiert bin und irgendwann habe ich gewusst, ich muss eine Entscheidung treffen. Und dann bin ich zu dem hin und habe gesagt, ich will das ausprobieren, ich brauche das irgendwie. Ich stecke in so negativen Gedankenkreisen drin, schlimmer kann es nicht mehr werden, ich probiere das jetzt aus. Und da hat er sich mit mir hingesetzt und ein paar tränenreiche Stunden waren das, mit mir gebetet und ich habe so meinen ganzen Mist zu Gott gebracht, alles, wo ich verletzt wurde und wo ich Leute verletzt habe. Und habe dann auch eben bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich das annehmen will, dass Gott mich liebt. Also erlebst du etwas, wie Jesus an dein Herz klopft auf eine Art, in deine Box, in der du gerade drin steckst. Das ist ja sehr persönlich, das kann man vielleicht nicht unbedingt immer nachvollziehen, aber das Ergebnis könnte man jetzt nachvollziehen. Was hat sich denn geändert durch diese Entscheidung? Ja, das war ziemlich krass. Also ich bin aus dem Raum rausgegangen und es war wirklich wie eine 180-Grad-Wendung. Ich habe mich um 100 Kilo leichter gefühlt. Ich habe eine Lebensfreude gehabt, ich habe eine Perspektive gehabt, ich habe wieder Hoffnung gesehen. Und vor allem, was von einem Moment auf den anderen wie weggeblasen war, war diese Unruhe und dieser Unfrieden. Und das war wirklich eine ganz krasse Erfahrung, weil ich seitdem, und das ist jetzt wirklich schon länger her, wie so ein Fels in meinem Leben habe, auf dem ich stehe und dass das meine Beziehung zu Gott ist. Jetzt könnte man ja sagen, also Uli, als Teenager, schönes Erlebnis, cool, dass du rausgekommen bist, aber solange alles easy peasy läuft im Leben, kann man das ja jeder behaupten, dass man so einen Fels hat, bis dann so ein Echtheitstest kommt. Ja, stimmt. Also es lief in der Tat eigentlich wirklich ganz gut weiter. Ich habe dann mein Abitur gemacht und habe mich dann in meinen Mann verliebt und als ich 20 war, haben wir geheiratet. Und dann habe ich sehr schnell beruflich Karriere gemacht, war sehr erfolgreich in jungen Jahren und habe mich dann später noch entschieden zu studieren, bin dann an die Uni gegangen. Und das Leben ist so dahin geplätschert, genau. Bis eines Tages bin ich aufgestanden in der Früh und mein Mann war schon aus dem Haus gegangen. Und ich hatte einen Unitag, also ich wollte dann nach Augsburg fahren und komme in die Küche und sehe auf dem Tisch einen Brief liegen. Und der Brief war von meinem Mann und der war viele Seiten lang. Und stand drin einfach die Punkte, die schwierig für ihn sind und dass er sich trennen will. Und zu dem Zeitpunkt waren wir 10 Jahre verheiratet. Und ich habe das gelesen und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also ich meine, das ist jetzt so ein Punkt, da arbeiten wir dran oder da habe ich ihn auch schon um Verzeihung gebeten und ich habe es nicht verstanden. Und dann war der Tag viele Stunden lang, bis ich gewartet habe, bis er dann abends nach Hause kam und dann haben wir angefangen, drüber zu sprechen und ich habe es nicht verstanden. Und dann ging das viele Stunden so, das Gespräch. Und dann irgendwann um Mitternacht hat er dann zu mir gesagt, ja, es gibt eine andere Frau. Und in dem Moment ist alles in mir zusammengebrochen. Also es war der schlimmste Moment, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und es, also einfach, da zieht es dir den Boden unter den Füßen weg. Und wenn du einfach so lange mit jemandem zusammen bist, den du liebst, und das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und es war dann in der Tat auch wie so ein körperlicher Schmerz. Und das hat sich angefühlt, wie wenn jemand so in deinen Brustkorb greift und einmal umdreht und wieder rauszieht. Und ich war am Ende. Have you ever seen a rainbow go? Have you ever seen a light bulb blow? Do you wanna see a heart get broken? I didn't think so. I didn't think so. Don't say goodbye when you don't have to go. I'd rather hear lies.
tell me anything that you like, but don't say goodbye. Have you ever seen an ember go out? Have you ever seen a fire drown? Have you ever seen a tree get grounded? Do you want to? Unless you want to, don't say goodbye when you don't have to go. I'd rather hear lies than what I need to know. See you later would suit me fine. You can use that one anytime. Tell me anything that you like, but don't say goodbye. Please, just say something. Uli, ich bin 12 Jahre verheiratet. Ich kann es mir vielleicht ansatzweise vorstellen, was das bedeutet, nach 10 Jahren so eine Nachricht zu finden und dann auch die Information, es gibt eine andere. Ich stelle es mir unheimlich schmerzvoll vor, wie du es sagst, und gleichzeitig wie so eine nächste Box, in der man sich aufhalten kann. Wie würdest du dir denn beschreiben, in welcher nächsten Lebensbox du dich auf einmal wiedergefunden hast? Ja, das war ganz schlimm. Ging natürlich auch wieder los mit Gedankenkreisen, also die Frage, also ich war verzweifelt, mein ganzes Lebensmodell ist zusammengebrochen, die ganze Zukunft, die man sich gemeinsam aufgebaut hat, und wie soll ich das meiner Familie sagen, wie soll ich es meinen Freunden sagen, meinen Arbeitskollegen, und was denken die dann von mir, wie reagieren die da drauf, und die Leute, die mich nicht mögen, die denken sich dann, naja klar, mit der kann man es ja auch nicht aushalten, und Leute, so Gedanken kommen dann, und es war ganz, ganz schlimm, und ich habe wirklich Angst gehabt, was da auf mich zukommt, und es war mir, ich habe überhaupt gar keine Perspektive gesehen, wie ich das bewältigen soll. Schmerz, zermürbende Gedanken, Ängste. Jetzt mit 13 hast du ja eine folgenschwere Entscheidung getroffen, dass Jesus in deinem Leben sein darf, hast gesagt, er ist ein Fels, der nie wieder weg war. Inwiefern war jetzt Gott hier eine wichtige Rolle in diesem ganzen Prozess? Ja, ich habe tatsächlich wirklich ein Wunder erlebt. Und zwar am nächsten Tag hatte ich auch, so ähnlich wie der Grisha, so ein Geist, so ein Bild vor meinem inneren Auge. Und ich weiß nicht, ob du die alten King Kong-Filme kennst. Ich schon, er wahrscheinlich nicht, er ist noch zu jung, aber ich kenne die. Wir sind die gleiche Generation, ich kenne die. Also auf jeden Fall sind da eben diese, hat er immer so eine riesen Hand, und dann ist da die kleine Jane in seiner Hand, und sie ist halt so groß. Und ich habe dieses Bild gehabt, wie wenn Gott diese Hand ist und wie wenn er mich so in seine Hand nimmt und raushebt. Und das hat wirklich meine ganze Wahrnehmung und mein emotionales Empfinden von einem Moment auf den anderen verändert. Ich habe gewusst, dieser Fels ist immer noch da, und ich habe gewusst, er trägt mich durch.
Und ich habe plötzlich eine Perspektive gesehen. Ich habe immer noch nicht gewusst, wie ich das alles schaffen soll, aber ich habe einfach diesen Frieden wieder gehabt, also von einem Moment auf den anderen. Und das war dann auch tatsächlich so. Also er hat mich wirklich durchgetragen. Ein weiteres Erlebnis, dass Jesus da ist, wenn es hart auf hart kommt, wenn man ihn lässt. Welche Auswirkungen hatte das denn dann für dein Leben, jetzt Schritte weiter zu gehen oder diesen Schmerz weiter anzugehen? Ja, also ich bin dann natürlich zuerst mal zu guten Freunden gegangen und die haben mir wahnsinnig Unterstützung gegeben und waren wirklich für mich da Tag und Nacht und haben mich da auch durchgetragen. Das war auch ein Riesengeschenk. Und die haben auch gesagt, das ist der Hammer, wie machst du das irgendwie nach 10 Jahren? Ich weiß nicht, wie ich es machen würde. Und ich habe auch gesagt, ich kann es euch nicht erklären, es ist einfach so, dass dieser Friede da ist. Und ich wollte dann auch diesen Schmerz ganz bewusst verarbeiten und bin dann auch in Seelsorge gegangen, zu einer Bekannten von mir. Das ist eine ältere Frau, die viele Jahre Erfahrung hat mit Trennungen und Scheidungen und Eheberatung und so. Und bei der war ich dann ein paar Mal und das hat mir auch sehr geholfen, einfach bewusst Schritte zu gehen. Und ich habe dann auch meinem Mann bewusst vergeben, weil ich einfach auch diese Verbindung irgendwo dann loswerden wollte. Und die hat auch gesagt, das, was ich an dir sehe, ist wirklich ein Wunder, weil du so ein heiles Herz schon hast. Da kenne ich ganz andere Geschichten und das kann man psychologisch nicht erklären. Also wenn du so erzählst, dann geht es mir ehrlich gesagt auch so, dass das ein Wunder ist, wenn man das Herz ist ja das Entscheidendste in deinem Leben, einfach, dass es verletzt wird, dass da Heilung passiert. Dass du deinem Mann vergibst, ist ja auch kein kleiner Schritt, auch wenn Jesus das vorschlägt, das ist anstrengend, hört sich für mich schon sehr faszinierend an. Krisha, zurück in der Kapelle oben, Vision vor dem inneren Auge, Jesus sagt, wir gehen einen Weg, wie sah denn der Weg jetzt aus? Also die ersten Schritte, die ich dann gemacht habe, war, dass ich habe es auch so wieder wie so einen Gedankenblitz gehabt, so schreib den Leuten Briefe, die du betrogen hast, die du angelogen hast und die du verletzt hast in deinem Leben. Also es waren schon einige Briefe. Und ja, dann habe ich mich da hingesetzt und habe an jeden Einzelnen, an jeden Kumpel, den ich belogen habe, an jedes Familienmitglied, was ich betrogen und hintergangen habe, habe ich dann einen Brief geschrieben und komplett alles bekannt. Da kommen einige Briefe, einige Seiten zusammen, die man da schreibt. Ist ja etwas, was Jesus vorschlägt. Ehrlich werden, Vergebung erleben, etwas ans Licht zu bringen. Welches Gefühl hattest du denn, als du dann diese Briefe in diesen Briefkasten, wie heißt das Ding nochmal? Briefkasten heißt das eigentlich, gell? Postkasten. Wie heißt denn das? Beides, gell? Briefkasten. Ja, Briefkasten. Also es da reinschiebst, also dieses gelbe Ding da. Also, ja, genau. Was für ein Gefühl Klotz. War das? Ja, bei uns war der braun. Der war, der, okay. Ja. Aber jedenfalls der Punkt, was für ein Gefühl war das? Wie würdest du es beschreiben? Ja, also am Anfang habe ich halt schon so gedacht, so ja, jetzt ist Jesus bei mir, aber dann, als ich die dann reingeschoben habe, ist mir schon mein Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich mir halt dann schon so gedacht habe, hey, viele Leute davon sind auch keine Christen, die haben nichts mit Gott zu tun, die haben das Wort Vergebung noch nie in ihrem Leben gehört. Und ich wollte die aber auch irgendwie nicht verlieren, weil klar, es waren schon negative Kontakte, aber trotzdem waren sie mir wichtig. Aber dann waren sie halt schon drin, gell? Wie war die Reaktion der Leute? Ja, anders als erwartet. Also ich habe mir halt schon so gedacht, ja, so von den Christen kommt bestimmt so, ja, Gottes Segen und blablabla. Aber es war halt echt so, dass absolut jeder hat mir geantwortet und auch selbst die Nichtchristen haben gesagt, dass sie mir vergeben und dass sie stolz auf mich sind und dass sie mich auf meinem neuen Weg jetzt begleiten möchten. Jesus lädt dich ein, einen Weg zu gehen, oben in dieser Kapelle. Du gehst ihn los, er ist herausfordernd, so hört er sich an, weil er erstmal 180 Grad das Gegenteil ist, was du bis jetzt gemacht hast. Menschen reagieren positiv. Was bedeutet es denn jetzt darüber hinaus, mit Jesus diesen Weg dann weiterzugehen für dich? Also für mich bedeutet es vor allem, dass ich jetzt ehrlich sein kann. Also es ist wirklich so davor, allein nur dieser Ansatz davon, es zuzugeben, wenn was falsch gelaufen ist oder auch wenn man selbst was falsch gemacht hat, das hat mich voll aggressiv gemacht, da bin ich ausgetickt. Und jetzt ist es echt so, dass selbst wenn ich, also jetzt nur, weil ich da mein Leben Jesus gegeben habe und weil ich da jetzt auf dem Weg bin, heißt es noch lange nicht, dass jetzt alles happy-clappy ist. Ich muss schon noch arg an mir arbeiten und mir passiert es auch noch, dass ich Leute anlüge.
Aber ich merke das jetzt, dass dann Jesus auch echt in mein Herz reingeht und dann sagt so, hey Krisha, das, was du dem da gerade erzählt hast, das war absoluter Bullshit, hey. Und jetzt geh dahin und entschuldige dich. Klar, das ist nicht immer einfach, aber das, was ich dann danach erlebe, wie erstmal wie perplex diese Leute sind, so, der gibt das zu, ja. Und danach auch, was man dann danach für eine Beziehung zu diesem anderen Menschen hat, das ist einfach abgefahren. Den Mut, das erstmal zu machen, kann Jesus offensichtlich geben. Und auch einen fast schon überführenden Gedanken, wo man wieder in alte Lebensbereiche zurückgeht. Jetzt warst du ja, ich sag mal so, der Freitagsabend-Christ. Ja, Freitagabend-Jugendkreis, da war alles happy-clappy. Der Rest hatte nichts damit zu tun gehabt. Man kann ja auch Sonntagschrist, Weihnachtschrist, Osternchrist, was auch immer sein. Der Rest hat mit dem Leben nichts zu tun. Was ist anders geworden, seit du diesen Weg bewusst mit Jesus gehst? Ja, sag mal, also das, was halt für mich absolut wichtig geworden ist, dass Jesus mein Mittelpunkt ist. Also, dass ich nicht irgendwie versuche, so Jesus an höchster Stelle zu setzen. Klar, das ist auch wichtig, aber für mich ist es jetzt so, dass Jesus jetzt mein Mittelpunkt ist und ich versuche, mein ganzes Leben so zu leben, dass es ihm zu Ehren ist. Und das verändert einfach mein Verhalten und auch mein Handeln gegenüber anderen Menschen so krass. Und mir selber tut es total gut, ey, weil also ich bekomme oft das Feedback, dass ich jetzt endlich authentisch bin. Also davor, die Leute, die haben das schon geschnallt, ja, dass ich halt gelogen habe. Und jetzt ist es echt so, dass ich auch null Problem damit habe, dass Leute mich hinterfragen. Ja. Was ist eine Veränderung gegenüber den Lügenboxen und Suchtboxen, die du warst, Uli? Wie würdest du das zusammenfassen nochmal? Was heißt das jetzt, mit diesem Jesus zu leben, außer vielleicht solchen Extremsituationen, wo man sich dann an Gott festklammern kann? Also was ich ja erleben durfte, ist, dass selbst wenn so das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann, dass er immer noch da ist und dass er wie ein Fels ist. Und das erlebe ich auch in meinem Alltag immer wieder, dass wenn ich Stress habe, wenn ich schwierige Situationen habe und ich komme zu ihm, dass ich immer diesen Frieden von ihm bekomme und dass er mich frei macht von Ängsten. Und das ist wirklich ein Geschenk. Vor allem, weil ich weiß, dass ich nicht selbst was dazu tue. Und deswegen ist es so schwer zu erklären. Was ist denn zum Beispiel der Unterschied, kann man sagen, so positives Denken, was du machst? Oder? Also genau. du denkst positiv und dann wird's gut. Nee, mache ich nicht. Nein? Was wäre ein Unterschied, was würdest du sagen? Der Unterschied ist, dass ich eben nichts mache. Also ich glaube, bei diesen ganzen Methoden wie Meditieren oder positiv denken, da kann man auch viel mit erreichen, dass man ruhiger wird und so, das glaube ich auch. Aber ich weiß in dem Moment, dass ich nichts dafür gemacht habe, weil das, also ich weiß, das kann man schwer erklären und das ist auch schwer nachzuvollziehen, wenn man es nicht selber erlebt. Aber für mich ist dieser Unterschied von einem Moment auf den anderen ist so krass, dass ich einfach weiß, dass es jetzt ein Gottesgeschenk ist und ich nicht irgendwas mir erarbeitet habe oder so. Und das ist für mich der Unterschied. Wenn ich mit beiden so zuhöre, hat man viele Höhen und Tiefen meines Lebens mitgekriegt und vielleicht geht es dir auch so, dass du jetzt heute Abend sagst, ja, das ist wie diese Spannung, was ich am Anfang gesagt habe, zwischen hoffen, kann das wirklich möglich sein und vielleicht auch dem, wie es gerade aussieht in deinem Leben, in einzelnen Bereichen oder prinzipiell in deinem Leben. Und ich möchte mal die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, diese Spannung, in der man oft ist, diesem Kampf, gibt es mehr, gibt es nicht mehr, wollen wir nochmal nachvollziehen in dem nächsten Part. We'll be right back.
Psalm 62. Auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Meine Rettung und meine Ehre kommen allein von Gott. Er ist meine Zuflucht, ein sicherer Fels, auf dem kein Feind mich erreicht. Das ist einer meiner Lieblingspsalme, weil er so schön das ausdrückt, was meine Beziehung zu Gott ist. Für mich ist Gott wie ein sicherer Fels, der sich nie verändert. Und egal, wie schwierig es im Leben auch manchmal ist, ich stehe dort fest und sicher. Freiheit bedeutet für mich Freiheit von Leistungsdruck und von Ängsten. Und das darf ich immer wieder erfahren, wenn ich zu Gott komme, dass er mir diesen tiefen Frieden schenkt. Und deswegen ist es für mich so eine tiefe Gewissheit, dass ich einfach zu Gott kommen kann und weiß, ich bin angenommen von ihm, so wie ich bin. Ich muss nichts leisten und ich kann aber auch nichts leisten. Das heißt, alle meine Ehre ist in ihm. Das ist ein Riesengeschenk, aber es kostet mich auch was, mein Stolz. Wenn ich nämlich nichts leisten kann, dann kann ich mich auch nicht auf meine Leistung berufen. Ich darf es täglich neu erleben, dass Gott mir ein komplett neues Leben geschenkt hat. Ich komme aus einem Leben voller Gewalt und voller Drogen und vor allem voller Lügen. Und ich lebe jetzt ein Leben, was voll ist mit Wahrheit, mit echter Liebe und mit Demut vor Gott. Es erfüllt mich einfach täglich mit tiefster Dankbarkeit, dass ich durch die Stadt gehen kann, dass ich mich nicht von jedem, der mich anguckt, provoziert fühle, dass ich eine Beziehung führen darf, die ehrlich ist und nicht voller Lügen. Ich habe die ganze Zeit Angst davor gehabt, in meinem alten Leben mich herumzudrehen, um mich meinen Sünden zu stellen, um mich dem zu stellen, was ich falsch gemacht habe. Doch dann habe ich mich umgedreht und das Erste, was ich gemerkt habe, ist, dass ich diesen Schritt zurück nicht alleine gehen muss, sondern dass Gott mich die ganze Zeit dabei begleitet und er hat es getan und er hat echte Wunder bewirkt. Zwei Menschen, die sich auf die Suche machen nach diesem Geheimnis, das ich am Anfang gesagt habe, nach diesem Schlüssel, der offensichtlich doch bei diesem Jesus Christus zu sein scheint. Ich lese nochmal den Vers vor, den ich am Anfang erwähnt habe, mit der Hoffnung, da ist es. Von dieser Hoffnung habt ihr gehört, als man euch das Wort der Wahrheit, die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündete. Der Autor geht davon aus, dass die Leute eine Botschaft gekriegt haben, eine rettende Botschaft und dass seitdem Hoffnung in ihrem Leben ist. An einer anderen Stelle drückt er es so aus, er sagt, denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm, Jesus, zu wohnen. Jesus ist Gott, der Mensch wird. Wie Gott sich eine DNA-Hülle reinzwängt mit dem Ziel, uns zu erreichen. Zu sagen, es gibt mehr, als du dir vorstellst. Es gibt mehr als deine Boxen. Es gibt mehr als das, was du auch jemals von Gott erträumen lassen könntest. Und Gott wird nicht nur Mensch, sondern er geht wie auf eine Stufe von mir und von dir. Und er sagt, er klopft an deine Lebensbox, wo du vielleicht drin lebst, dich unfrei fühlst. Und es ist so, wie wenn oben die Box ein bisschen aufgeht und man merkt, es könnte noch mehr geben. Und dieser Gott ist noch einen Schritt weiter bereit. Er sagt, ich gehe sogar in deine Box zu dir mit dem Ziel, dass Veränderung passiert. Die Bibel geht davon aus, dass das mit Jesus eine gute Nachricht ist. Eine gute Nachricht, weil Jesus einen Weg aufzeigt und darüber kämpft und ringt, als Gott der Mensch wird, uns einen Weg zu zeigen, mit dem man erstmal nicht rechnet. Und er ringt darum, dass er sagt, wisst ihr was, liebe Menschen, Gott liebt euch bedingungslos. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja wie jetzt, Gott liebt uns bedingungslos. Ich dachte, es geht darum, ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ zu sein, die 10 Gebote zu halten, die ganzen Gebote da zu halten, einfach gut Mensch sein. Und wenn ich guter Mensch bin, dann mag mich Gott. Wieso? Der sagt, ja, das hast du gut gemacht, Tobias, jetzt bist du mal ein guter Christ. Super, auf die Schulter klopfen. Gott liebt dich und mich bedingungslos.
Seit ich meinen Sohn habe, der ist mittlerweile 3 Jahre, verstehe ich immer mehr, warum Jesus Gott mit einem Vater vergleicht und sagt, in dieser Beziehung kannst du Dinge entdecken, wie Gottes Herz gegenüber dir und mir ist. Als mein Sohn herangewachsen ist, habe ich ein Gebot aufgestellt bei uns in der Familie. Das Gebot hieß, du sollst die Herdplatte nicht berühren. Das ist ein Gebot, das ich mir ausgedacht habe, zusammen mit meiner Frau. Warum? Um meinen Sohn maximal einzuengen und zu sagen, du kleiner Stinkpilz, ich möchte dir das Leben vorenthalten, das macht eigentlich Spaß, auf die Herdplatte drücken, aber der Papa meint es böse mit dir? Nein, natürlich nicht. Mein Wunsch ist, je älter wird, dass er erkennt, wofür eine Herdplatte da ist, dass er den Sinn dahinter versteht und ich möchte Schmerzen verhindern. Das sagt Jesus immer wieder, ich bin gekommen, damit du lebst. Alle Gebote, die du in der Bibel findest, sollen verhindern, dass du verletzt wirst. Und manchmal glauben wir ernsthaft, dass Gott uns doch nicht bedingungslos liebt, sondern dass wenn wir versagen oder wenn wir ihm misstrauen und doch an die Herdplatte fassen, dass er dann folgendermaßen reagieren würde. Stell dir mal vor, mein Sohn würde hinfassen und ich würde folgendermaßen reagieren. Dass ich sagen würde, tja, Sohn, tut weh, gell? Hat der Papa dir ungefähr 100 Mal gesagt, das tut weh. Jetzt schau mal, wie du kleiner Stinkpilz damit zurechtkommst. Der Vater hilft dir nicht. Ich habe dich oft genug gewarnt. Jetzt schau mal, wie du so allein zurechtkommst. Ich lass dich mal schreien, das hast du aber auch verdient. So einen Vater müsst man wegsperren. Und wenn du so ein Gottesbild hast, sperr es auch weg. Als ob Gott, wenn du und ich versagen, wenn wir, egal ob wir in Boxen leben, wie im Interview, ob es Lügenboxen sind, ob es destruktive Gedankenkreise ist, ob Schmerz ist, ob es Süchte sind, egal wo wir gerade festhängen und wir eigentlich tief drin wissen, wir fassen Dinge an oder wir haben Dinge angefasst, die uns zerstören, dann wird Gott bestimmt nicht sagen, ja, jetzt hast du ja selber Schuld, ne? Also ich helfe dir nicht. Natürlich würde ich meinen Sohn auf den Arm nehmen. Natürlich würde ich ihn trösten, natürlich würde ich ihn ins Krankenhaus düsen, die Brandblase verarzten, natürlich würde ich mitweinen mit ihm, warum? Weil ich ihn liebe. Würde ich ihn danach weniger lieben als vorher? Sagen, jetzt liebt der Papa dich nur noch zu 70%. Du hast die Herdplatte berührt, das ist eine Regel, die ich aufgestellt habe, ja Sohn? 70% Liebe muss genügen. Natürlich liebe ich ihn genau gleich. Egal was er tut, er bleibt mein Sohn. Jesus kämpft drum, dass er sagt, so ist Gott. Er liebt mich bedingungslos, aber natürlich wünsche ich mir als Vater, dass mein Sohn einen kleinen Lerneffekt mitnimmt, dass er nächstes Mal nicht mehr hinfasst. Warum? Wegen mir? Wegen ihm. Und so ist Gott. Er redet dann drüber, ich liebe dich bedingungslos. Du kannst noch 1000 Mal an die gleiche Herdplatte fassen. Und in Klammern, das machen wir ziemlich oft. Wir fassen immer wieder an die gleichen Stellen und sind überrascht, dass es wehtut. Dabei hat es davor immer schon wehgetan, wenn wir das Leben so leben. Und ich liebe dich genau gleich, aber ich möchte dich nicht so lassen. Und die gute Nachricht ist nicht nur, dass Gott dich bedingungslos liebt, sondern wir feiern an Weihnachten, dass Gott einen Weg gefunden hat, wirkliche Veränderung in unserem Leben zu schaffen. Dass wir wirklich aus diesen Boxen rausbrechen können. Nicht nur ein bisschen Licht reinkommt, ein bisschen Hoffnung, sondern wirkliche Veränderung passiert. Das passiert einige Zeit später, nach Weihnachten feiern wir Ostern, wo Jesus an diesem Kreuz hängt. Und ich habe jahrelang nicht verstanden, was wollen die Christen immer mit dem Kreuz? Was ist denn da eine gute Nachricht, dass da der Gott verreckt? Bis ich eines Tages ein Erlebnis hatte, auch mit meinem Sohn, als er frisch geboren war, hat er sich mit Bakterien angesteckt und war auf der Neugeborenenstation, musste Infusionen kriegen, Antibiotika. Und als dieser kleine Wurm dort lag, in diesem kleinen Bettchen voller Kabel, voller Infusion, habe ich geweint. Wenn du kein Vater, keine Mutter bist, findest du es vielleicht kitschig, aber ich hatte immer wieder den gleichen Gedanken. Der Gedanke da, ich würde alles dafür tun, um meinem Sohn zu tauschen. Ich würde, wenn ich irgendwelche magischen Möglichkeiten hätte, sagen, ich nehme die Bakterien zu mir in meinem Leben, ich lege mich in das Krankenhausbett und der kleine Wurm darf mit der Mama nach Hause. Ich würde es sofort tun, aus Liebe zu meinem Sohn. Und wenn ich dort weine an diesem Bett, war es wie ein Dialog in meinen Gedanken, in meinem Herzen, wo Gott wie gesagt hat, schau Tobias, du wünschst dir zu tauschen, ich kann's. Du wünschst dir das Destruktive in deinem Sohn zu nehmen, dass er frei ist, dass er geheilt wird und würdest es zu dir nehmen aus Liebe eines Vaters. Genau das Gleiche habe ich am Kreuz getan. Gott stirbt am Kreuz und sagt, ich tausche damit alles ein, was dich zerstört. Jede destruktive Gedanken, alle Boxen, in denen du auch gefangen sein magst. Ich nehme es zu mir und ich tausche. Ich kann's. Ich bin der lebendige Gott. Nichts ist mir unmöglich. Und Jesus steht von den Toten auf nach 3 Tagen. Mit der Message, egal wie groß deine Box sein darf, mag, egal wie tot es sich anfühlen mag,
Gottes Auferstehungskraft ist stärker. Ich bin jahrelang in Kirchen gegangen. Diese Nachricht hat mir nie jemand gesagt. Mir hat nie jemand gesagt, dass es einen Jesus gibt, dass das wie ein Schlüssel ist, dass es ein Geheimnis ist, das ich auspacken darf, dass Gott mich bedingungslos liebt, aber die Veränderungskraft freisetzen kann, wenn ich will, dass mein Leben sich zum Guten verändert. Als das richtig an mein Herz mal rangedrungen ist, habe ich gedacht, okay Jesus, ich probiere es aus. Es war wie der Moment, wie auch im Interview beschrieben, wenn Gott anklopft an meine Lebensbox und gesagt, Jesus, du weißt das eh schon. Du siehst ja die Situation, du siehst meine Lebensbereiche, wo ich gefangen bin. Du siehst all das, wo ich vor mir selber weglaufe. Komm du rein. Jesus beschreibt sich selber als Arzt. Und was er damit, glaube ich, sagen möchte, ist unter anderem Folgendes. Wenn wir ehrlich werden und einfach in der Ruhe über unser Leben nachdenken, wenn wir uns trauen, mal genau hinzugucken, merken wir Unfreiheiten, merken wir diese Boxen. Und Jesus sagt, ich bin der Arzt. Wenn du in einem Lebensbereich oder in vielen wie krank bist, dann komm zu mir. Ich habe jahrelang den Fehler gemacht, aufgrund eines falschen Gottesbildes zu sagen, so krank kann ich doch nicht zu diesem Arzt gehen. So kann ich doch nicht zu Gott gehen, wie ich jetzt bin. Ich muss erst ein guter Mensch werden. Ich hoffe, dass du das nie sagst. So krank kann ich zu keinem Arzt gehen. Sondern dass du sagst, ja logisch, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Das ist die Erfindung davon. Deswegen wird Gott Mensch. Und an Weihnachten feiern wir das. Über Jahrhunderte hinweg haben Menschen das erlebt, dass so nicht nur eine lebendige Gottesbeziehung, sondern eine wahre Veränderung möglich ist. Du hast viel gehört heute Abend. Geschichten. Emotionale Höhen und Tiefen. Du hast die wahrscheinlich an vielen Punkten wiederentdeckt. Vielleicht diese Nachricht zum allerersten Mal oder neu gehört. Ich möchte dir einen kurzen Moment geben, darüber nachzudenken, indem ich dir folgende Bibelstelle noch vorlesen möchte. In Psalmen heißt es, wenn aber aufrichtige Menschen zu ihm Gott rufen, hört er sie und er rettet sie aus jeder Not. Ich möchte dir einen Moment geben, wo du darüber nachdenken kannst, ob du heute etwas ausprobieren möchtest. Zum ersten Mal oder wieder ganz neu zu sagen, Jesus, hier bin ich. So sieht es aus in meinem Leben. Und ich brauche diesen Arzt, ich brauche diese Veränderungskraft und ich brauche einen Gott, der reinkommt. Denk drüber nach, ob du heute ein Experiment eingehen möchtest, und dann möchte ich beten mit jedem, der das mag. Psalm heißt es, Gott ist nahe allen denen, die ein gebrochenes Herz haben. Genau wie in der Szene mit Krisha, wo er in dieser Kapelle sitzt und Jesus hinter ihm steht und sagt, dreh dich um. Ist Jesus immer nur ein Gebet von dir und mir entfernt. Er wartet auf so einen Startschuss, so eine Startentscheidung, zu sagen, okay, Jesus, du darfst. Er tritt deine Herzenstür nie ein, er klopft an und fragt, willst du es ausprobieren? Und ich glaube, wir sind an ganz unterschiedlichen Punkten unserer geistlichen Reise heute Abend. Die einen sagen, das habe ich schon mal prinzipiell erlebt, aber ich habe einzelne Lebensbereiche, wo ich diese Boxen habe. Wie dieser Prozess, wie Krisha und Uli davon erzählen, ist ein Weg, den man geht. Ich möchte jetzt beten. Und wenn du möchtest und es dir hilft, kannst du die Augen schließen, vielleicht deinen Kopf neigen, weil das hilft mir immer, persönlich mit Gott zu reden, ohne Ablenkung. Wenn es dir auch hilft, lade ich dazu ein und dann möchte ich ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du eine Einladung aussprichst heute Abend und wie an viele, viele Herzen jetzt klopfst und sagst, vertrau mir. Ich bin so ganz anders, als du jetzt denkst. Ich bin dieser liebevolle Vater, der dich bedingungslos liebt, der dich aber gleichzeitig verändern möchte mit seiner Kraft, damit dein Leben und mein Leben aufblüht und wir 100% erleben können von diesem Leben. Und Jesus, ich bete für jeden, der es zum allerersten Mal ausprobieren möchte. Dann kannst du das einfach in deinem Herzen sagen, Jesus, du darfst in mein Lebenhaus kommen, in meine Lebensbox kommen. Fang mich an, von innen nach außen zu verändern. Jesus, ich bete aber auch für alle Menschen, die hier sind und sagen, es gibt einzelne Bereiche, auch ich kenne dich schon, Gott, aber da gibt es diese Boxen. Jesus, ich bete, dass Freiheit durchbricht, dass jetzt wie ein Hoffnungsschimmer, wie wenn der Deckel der Box aufgeht und dein Licht reinkommt. Dass diese Hoffnung freigesetzt wird von dieser rettenden Botschaft, dass du an diesem Kreuz gestorben bist, dafür, dass wir wirkliche Veränderung erleben dürfen.